Herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Raute Hesse und heute möchte ich über die Kraft, die Macht des Zukunfts-Ichs sprechen. Also diese Möglichkeit, jetzt für das kommende Jahr zum Beispiel, wirklich vorauszubestimmen, wie das Jahr wird und noch viel besser. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Raute Hesse. Ich mache ja seit über 30 Jahren, gebe ich Seminare und mache sehr viel Einzelcoachings zum Thema mentales Erfolgslabor, also mit mentalen Techniken, die alle seine Wünsche erreichen und Ziele zu erreichen. Das ist tatsächlich mit den Möglichkeiten, die wir in uns haben, sehr gut möglich und kein großes Problem. Aber heute, dazu habe ich ja schon viele Videos gemacht und ich habe ja auch ganz viele Kollegen hier auf YouTube, die großartige Arbeit leisten, die großartige Videos machen, ganz tolle Gedanken haben, wo ich auch selber immer wieder inspiriert bin. Heute möchte ich über das Zukunfts-Ich sprechen. Wir sind jetzt gerade am Anfang des Jahres und wir haben es ja, viele von euch oder ich ja auch, haben sich vielleicht auch was vorgenommen oder haben einen Wunsch, auch dieses Jahr, das wäre schön, wenn das und das klappt. Da ist also bei allen Techniken aus dem mentalen Erfolgslabor ist das Zukunfts-Ich ein ganz wichtiger Begleiter, also einer der ganz mächtigen Handwerkszeuge. Die Technik ist ganz einfach. Mindestens einmal am Tag setzt ihr euch hin und stellt euch vor, ihr wärt jetzt am 31. Dezember 2024 und schaut zurück auf dieses Jahr, was jetzt gerade ja begonnen hat. Und ich weiß nicht, was ihr euch vorgenommen habt für dieses Jahr. Ich meine jetzt nicht Besserungsvorschläge, sondern vielleicht gibt es Wünsche, die ihr habt. Vielleicht wollt ihr ein Unternehmen groß werden lassen. Oder vielleicht wünscht ihr euch, dass die Familie sich vergrößert. Oder einen neuen Partner. Oder wie auch immer. Dass das Haus endlich fertig ist, was ihr schon so lange baut. Ich weiß es nicht. Und das ist, dann stellt ihr euch vor, ihr seid am 31. Dezember und schaut zurück und schaut euch dieses Jahr, dieses unglaublich erfolgreiche Jahr, dieses unglaublich glückliche Jahr und sagt: Mein Gott, es ist alles viel besser gekommen, als ich wollte. Es ist ja alles noch viel besser gekommen, als ich gehofft habe. Was für ein erfolgreiches Jahr, was für ein glückliches Jahr. Oder danke, dass es das glücklichste Jahr meines Lebens war. Oder danke, dass es noch viel besser gekommen ist, als ich dachte. Oder danke, dass ich jetzt finanziell vollkommen frei und unabhängig bin. Noch viel mehr, als ich jemals gehofft hatte. Sowas in der Art. Das sind jetzt meine Ideen. Ihr habt andere Ideen natürlich, weil ihr andere Wünsche habt. Das Ziel ist, euch in diesen Silvester diesen Jahres zu versetzen. Ihr schaut zurück und stellt fest, alles, was ihr euch gewünscht habt, ist eingetroffen. Und noch viel besser. Also alles, was für euch gut ist. Weil, ich meine, das wissen wir ja alle. Manchmal wünscht man sich Sachen, die besser nicht in Erfüllung gehen. Und dann sind wir dankbar, dass es einfach da entweder eine höhere Macht gibt oder eben, dass die eigene Seele oder das Unterbewusstsein oder das Universum, ist ja ganz egal, wie wir es nennen, dass die für uns sorgen. So, dann passiert das halt nicht. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass das Unterbewusstsein nur darauf wartet. Es hört ja immer ganz genau zu. Was sagt er? Was sagt sie? So, was macht sie da gerade? Genau. Und das verwirklicht sich. Wenn wir also sagen, oh, das klappt nicht, das klappt sowieso nicht. Ich möchte jetzt dieses Unternehmen aufbauen. Ja, wenn ich 1.000 € im Monat mache, dann kann ich ja froh sein. Mein Gott, ja, so am Anfang, wie soll ich da mehr draus werden? Dann hört das Unterbewusstsein genau zu. Ah, okay, nur höchstens 1.000 € und mehr geht nicht. Jo, machen wir so, erfülle ich. Weil das ist ja die Aufgabe des Unterbewusstseins oder der Seele oder des Bewusstseins oder wie auch immer. Jede Gedanken, der immer wiederholt wird oder jedes intensive Gefühl, in die Realität umzusetzen. Das ist ja die Aufgabe. Also hören die zu und wenn wir also immer sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, dann wird daraus da ist nichts draus geworden. Wenn wir können das nicht den ganzen Tag beeinflussen. Das ist wirklich schwierig. Es gibt Menschen, die können das schon oder zeitweise, aber am Anfang ist es wirklich schwierig, das ständig zu beeinflussen und immer nur das Positive zu sagen. Und darum ist dieses Zukunfts-Ich so wichtig, dass man sich immer wieder in dem Moment, wo man denkt, oh, hoffentlich klappt das, sich hinsetzt und sich in ein Jahr reindenkt und das Zukunfts-Ich spricht dann: Oh mein Gott, das ist viel besser geworden, als ich dachte. Das ist ja großartig. Boah, bin ich stolz. Boah, bin ich glücklich. Was für ein Glück. Am besten ist, ihr macht einen Satz daraus. Also, oh, ich bin noch viel erfolgreicher gewesen, als ich dachte. Das war das glücklichste Jahr meines Lebens bisher.
So, das ist ein Satz, weil den kann man sich besser merken. Am Anfang sind viele Sätze und viele Gedanken dazu sehr gut, damit du in dieses Gefühl kommst, wie erfolgreich das war. Und das hat geklappt. Und also, oh Gott, dann stellt ihr euch auch noch vor, dass ihr vielleicht mit jemandem zusammen seid, der sagt, also ihr seid ja echt der Knaller, was ihr in diesem Jahr geschafft habt, unglaublich. Sowas in der Art, ne? Damit es wirklich zu fühlen ist. Weil das Unterbewusstsein kennt ja keine Zeit. Es gibt ja in Wirklichkeit keine Zeit. Das ist ja nur unsere Wahrnehmung, um unser Leben auszuhalten. Und das heißt, für die ist jetzt heute und jetzt und in 3 Jahren und letztes Jahr das Gleiche. So, das heißt, wenn wir uns jetzt in dieses Zukunfts-Ich versetzen, dann ist es für das Unterbewusstsein so, als wäre es jetzt. Wenn wir also jetzt sagen, boah, das Jahr 2024 war das glücklichste und das erfolgreichste und das wohlhabendste meines Lebens. Oder in diesen 20, am Anfang von 24 waren die Konten noch alle im Minus. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Geld. So. Und das immer wiederholen, das reicht natürlich nicht einmal. Also, wenn ihr das einmal mit Effe sagt, mit Leidenschaft, mit Freude, das bewirkt auch schon was, dann wird es wach und sagt, oh, da kümmere ich mich drum. Und dann ist es ja so, es fragt ja immer wieder ab, meinst du es ernst? Meinst du es ernst? Das heißt, du bekommst immer wieder so Probelieferungen, wo du dann immer wieder entscheiden kannst, wie reagiere ich? Denke, wir hat ja eh nicht geklappt, eh klar, klappt ja nie. Dann sagt es, ach so, die meint es gar nicht ernst. Ach so, okay, alles klar, ich muss mich nicht drum kümmern. Dann können wir weiter bei einem Minus auf dem Konto bleiben. Oder eben eher, wenn irgend sowas passiert, was jetzt nicht so toll ist, ihr macht weiter, bleibt im Zukunfts-Ich und sagt, boah, das gab wirklich Situationen, wo ich dachte, hu, aber boah, sind die gut ausgegangen, boah, sind die gut ausgegangen, guck mal, ne? Sondern redest du, stellt euch vor, ihr redet mit eurem Partner, mit eurem Freund, weißt du, und dann diese Situation, da haben wir echt gedacht, das geht nicht gut, und dann, wow, ist das toll gegangen, und ist alles viel besser, als ich dachte. Und jetzt noch, mir geht es hier 10-mal besser als am Anfang des Jahres, und wenn ich ehrlich bin, geht es mir sogar 10-mal besser, als ich erwartet hatte, in meinen kühnsten Träumen. Verstehst du? Das ist jetzt sehr lang. Ich will euch nur ein Gefühl dafür geben. Am Anfang macht es vielleicht Sinn, sehr lang, weil man muss sich ja da so ein bisschen reinfühlen. Und nachher reicht einfach ein Satz. Ihr geht da rein, guckt zurück und sagt, 2024, vielen Dank. Das war das erfolgreichste und glücklichste Jahr meines Lebens und viel besser, als ich erwartet habe. Und das möglichst auch in Situationen, wo es richtig, richtig doof ist. Also ich weiß, dass das jetzt blöd klingt, aber das sind häufig nur Probelieferungen des Unterbewusstseins. Das sagt, ja, meint es jetzt ernst? Weil jahrzehntelang hat sie immer gesagt, oh, meine Konten sehen schlecht aus und das mit dem Geld ist blöd und das ist so. Und dann habe ich natürlich dafür gesorgt, dass es mit dem Geld blöd bleibt, klar, weil sie es ja immer gesagt hat. Und jetzt sagt sie immer, Konten sind immer voll und es wird immer mehr und ich kann gar nicht so viel ausgeben, wie ich bekomme und ich habe immer mehr, als ich brauche. Meint sie das ernst? Und das, ne, das kann es das nur glauben und umsetzen, indem wir es immer wiederholen. Und wenn wir wirklich uns jeden Tag, das wäre toll, das wäre wirklich sehr, sehr wirkungsvoll, einmal am Tag hinsetzen und das Zukunfts-Ich sprechen lassen, wie glücklich, wie erfolgreich, wie dieses Jahr war. Dieses Jahr 2024, dann kann es gar nicht anders als verwirklicht werden. Probiert das gerne aus. Das ist eine der erfolgreichsten, ja, vielleicht die erfolgreichste Technik aus dem mentalen Erfolgslabor. Und ich kann sagen, ich mache das ja schon über 30 Jahre. Ich gebe ja auch ganz viele Seminare. Ich mache sehr, sehr, sehr viele Einzelcoachings, gerade von Menschen, die neue Unternehmen gründen und sagen, oh Gott, wie soll das werden? Oder bei privaten Situationen, wo es vielleicht gerade nicht so gut klappt. Oder ist egal. Also ich mache immer sechs Einheiten. Und nach diesen 6 Einheiten merkt man schon sehr großen Erfolg. Aber dann könnte man auch weitermachen. Das heißt, ich habe wirklich ganz viel Erfahrung damit gemacht und ich kann euch sagen, das funktioniert. Viel Erfolg, viel Erfolg. Ja, und wenn ihr mögt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Jeden Freitag gibt es ein neues Video und oben die Glocke aktiviert. Wenn es ein neues Video, ein Reel gibt, dann bekommt ihr immer Informationen. Und Kommentare würden mich sehr freuen. Also ihr schreibt mir sehr viel über E-Mail, das ist auch toll. Aber Kommentare finde ich auch sehr schön. Ich antworte auch immer. Bis bald, viel Erfolg.